Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht fällt euch auf, ja, ich bin ein bisschen dunkler geworden. Ich war nämlich auf Fuerteventura und bin gestern zurückgekommen. Also eigentlich war ich erst heute Morgen zurück, um 12:30 nachts, wieder durch die Haustür gekommen. Und ich wollte es nur kurz erwähnen, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Es gibt ein schönes Video dazu und es kommen auch noch Videos. Schön wird auch das jetzt hier. Ihr habt sicherlich schon drauf gewartet, zumindest die Protein-Fans von euch. Der Ermann High Protein, nicht Pudding, sondern die Ermann High Protein Mousse in der Sorte Haselnuss. Ganz neu. Ich habe schon die Sorte Schoko und Vanille vorgestellt. Jetzt kommen wir zu der hier. Preis, ich muss zugeben, ich habe schon wieder vergessen. 1,50 meine ich, war es um den Dreh. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich mich vertan habe. Kostete ein paar Cent mehr als der Protein-Pudding. Es ist ein großer Becher. Das bedeutet aber nicht, dass mehr drin ist, denn es ist viel Luft drin. 200 Gramm, wie auch bei den Protein-Puddings. Es ist eine Proteinmus, Haselnuss mit Süßungsmitteln. Die Zutaten-Nährwerte schauen wir uns jetzt einmal an. So, und zwar haben wir hier die üblichen Verdächtigen und Achtung, ja, es ist Gelatine drin. Ich habe auch neulich mir nochmal Gedanken dazu gemacht. Ich muss es nochmal genauer recherchieren, aber ich gehe stark davon aus, dass einfach Gelatine die besten Eigenschaften hat, was Stabilität über eine lange Zeit angeht. Deswegen ist es, glaube ich, einfach an vielen Stellen unverzichtbar als Zusatz. Ich kann es verstehen, dass für viele Leute das dann rausfällt. Ist ja auch irgendwo ein komischer Gedanke, Teile von Tierknochen quasi zu haben. Oder ein Extrakt von Tierknochen vielleicht eher. Da wird ja Gelatine rausgefunden, aus Bindegeweben, Knorpel und so weiter. Aber ja, ist halt die Frage, wahrscheinlich machen sie eine Abwägung. Verschrecken wir jetzt mehr Leute, als dass wir am Ende ein besseres Produkt haben, weil es eine bessere Stabilität hat? Muss man drüber diskutieren. Zucker entrahmte Milch, Milcheiweiß, Sahne kennt man so, weil dann kommt die Gelatine, dann kommt die Haselnusspaste. Wir haben zwischen 7,5% und 1% Haselnusspaste. Das heißt, wir haben mindestens 1% Gelatine oder 1,1 sage ich jetzt mal und unter 7,5% Sahne. Warum ich das sage, das zeige ich euch gleich. Modifizierte Stärke noch drin zu binden, Kakaopulver, Aromen, Verdickungsmittel. Von echter Haselnuss hier nichts drin. Das Ganze mit Stickstoff. Ich habe euch das mit der Gelatine gesagt, weil wir 10 Gramm Eiweiß drin haben. Davon ist aber auch mindestens 1 Gramm, sage ich jetzt mal, beziehungsweise 1% Gelatine, Kollagenhydrolysat. Ihr wisst, biologische Wertigkeit gleich 0, sprich das Eiweiß in einer Ermann-Proteinmousse. Auch wenn es genauso viel Eiweiß ist wie in dem Ermann-Protein-Pudding, ist minderwertigeres Eiweiß als das andere, beziehungsweise es ist weniger höherwertiges da, weil eben ein Teil der Gelatine hier als Protein auftaucht, denn es ist eben ein Eiweiß. 200 Gramm, wie gesagt, und ja, wir gucken da direkt mal rein. Was bei Ermann immer ganz interessant ist, deswegen so 100 pro haben sie das mit der Mousse nicht raus. Es ist ein Ungleichgewicht. Hier unten ist die Mousse, also unten im Becher ist die Mousse dichter als oben. Ihr seht, das ist jetzt nicht zusammengesackt, aber sie haben einfach ein Problem, denke ich, genügend Stabilität in das Produkt reinzubekommen. Ihr könnt das jetzt nicht fühlen, aber ihr könnt mir glauben, dass hier ein starkes Ungleichgewicht ist. Hier unten ist mehr Pudding als hier oben. Deutlich. Also das merkt man ganz schön. Wir sehen jetzt zum Beispiel einmal, wie es hier aussieht. Schön luftig auf jeden Fall. Nicht original wie eine Mousse au Chocolat. Und man sieht, das wobbelt auch ein bisschen. Hat so ein bisschen was von Wackelpudding, sage ich jetzt mal. Liegt sicherlich aber dann eben auch ein bisschen an der Gelatine und dass es eben über längere Zeit stabil sein muss. Aber lecker. Schön haselnussig und vor allem auch schön locker. Also, der Haselnussgeschmack ist toll. Man merkt, dass es Aroma ist. Und auch dieses Lockere ist da. Es ist nicht so locker wie eine richtig gut gemachte Mousse au Chocolat, sondern man sieht es eben auch an der Struktur. Es ist feinporiger und es ist so ein bisschen dichter, sage ich jetzt mal. Es ist aber wirklich gut. Die Süße finde ich sehr angenehm. Nicht zu stark. Und ihr könnt das jetzt nicht sehen, ich grabe jetzt hier ein Loch nach unten. Und ja, ich habe wirklich den Eindruck, dass es unten so ein bisschen zusammensackt. Wahrscheinlich vom Gewicht. Dass es unten ein bisschen dicker ist. Vielleicht hätte ich sogar noch ein bisschen mehr Süße haben wollen. Kakao ist so ganz leicht, sodass das ganz leicht in ein Nougat-mäßiges geht. Aber man hat deutlich mehr Haselnussaroma.
Also ich finde die Mousse gut. Ne, ob man dann diese 1,50 Euro oder sowas bezahlen möchte, sei jedem selbst überlassen. Schmeckt mir aber auf jeden Fall gut. Aber wenn ich richtig Haselnuss haben möchte, dann würde ich zum Beispiel den von Rewe nehmen. Den finde ich vom Haselnussgeschmack einfach noch ein bisschen geiler. Aber so als Mousse-mäßiges Produkt ist das hier einfach gut gelungen. Von daher, ja, wenn ihr für Mousse und Haselnuss zu begeistern seid, probiert es gerne mal aus. Falls ihr es schon probiert habt, dann schreibt mir das mal gerne in die Kommentare und lasst mir auch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Herzlichen Dank, ich wünsche euch was, macht's gut und ciao.